Feldzügen im Dreißigjährigen Krieg kam Descartes auch nach Ulm und in die Gegend um Ulm herum. Dort war es kalt und er kroch in einen Ofen, so berichtet er selbst. In dem Ofen schlief er ein und hatte drei Träume. Als er wieder herauskam, hatte er ein neues Ideal der Philosophie gefunden, die Mathematik. Die Aussagen der Philosophie sollten so grundlegend und logisch, so unerbittlich sein wie die der Mathematik. Um für diese Grundlegung Platz zu schaffen, zweifelte er erst einmal an allem. Und schon hatte er das Fundament aller Fundamente, den Sockel der neuzeitlichen Philosophie und den Felsen gefunden, auf den sie ihre neue Kirche gründen konnte. Es war der Schluss. Wenn ich an allem zweifle, kann ich doch nicht daran zweifeln, dass ich zweifle. Das bot Sicherheit. Das neue Urprinzip war das Ich oder das Subjekt. Jede Negation muss mit sich eine Ausnahme machen. Die Demokratie kann nicht über sich selbst abstimmen lassen. Der Magen darf sich nicht selbst verdauen. Der Vielfraß darf sich nicht selber fressen. Der Richter kann sich nicht selbst verurteilen. Kurzum, das Ich kann sich nicht selber wegdenken. Und so sprach Descartes den berühmtesten Satz der Philosophiegeschichte: Je pense, donc je suis. Descartes sprach Französisch. Aber es gibt eine berlinerische Variante über den Ursprung dieses Satzes in Versen. Ich sitze drin und esse Klops, auf einmal Klops. Ich denke, staune, wundere mir, auf einmal ist auf die Tür. Ich gehe raus und kieke, und wer steht draußen? Icke. Die bekannteste Version dieses Satzes ist lateinisch, und dann heißt der Satz Cogito ergo sum. Auf Deutsch, ich denke, also bin ich. Das war revolutionär. Bisher waren die Philosophen mit ihren Überlegungen immer von der Welt der Objekte ausgegangen. Es gibt immer die Philosophien, die im Sitzen erdacht werden, oder es gibt die Philosophien, wie diejenigen Nietzsches, die im Gehen entwickelt werden. Es gibt die Philosophie der oberen Ach herunter und die Philosophien der unteren Ach euch herunter. Das eine geht um Denken, Geist, Wahrnehmung, Erkenntnistheorie der oberen Ach herunter. Das andere geht um die leibliche Erfahrung, Daseinsanalyse, Immanenz, Augenblicklichkeit, direktes Hineinspringen in die Bedeutung eines Heideggers zum Beispiel.